Seit 2 Jahren begleiten wir das Finanzministerium und damit auch die Schlösser- und Seenverwaltung mit 45 Schätzen in Bayern und vielen Schlossparken. Und was blüht, was grünt eigentlich dort? Wissen wir das? Jetzt wissen wir zumindest an 3 Standorten, welch Schatz, welch Juwel dort liegt. Und es ist besonders, einen Käfer zu finden, den es in Bayern, in Deutschland vorher gar nicht gab. Wir finden hier den Pilzkäfer, vorher nicht gekannt. Hier im Schlosspark in Nymphenburg oder die bedornende Wespenbiene. Das zeigt, welch Juwel und vor allem auch unsere Schlösser- und Seenverwaltung, mit welcher Bewirtschaftung auch dort an Biodiversität, welche hier möglich ist. Und die Zusammenarbeit wird ausgedehnt, nicht nur jetzt die Eremitage in Bayreuth oder Schloss Rosenau in Coburg oder hier in Nymphenburg. Wir werden weitermachen in Bayern, um zu wissen, was in unseren Schlossparks in Bayern, was da zu finden ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, um die Biodiversität und auch zu schützen, das, was dort vorhanden ist. Und wir lernen auch viel daraus. Und deshalb ein guter Tag für den Natur- und Umweltschutz in Bayern.